Okay, es geht weiter. Ich habe den Sound ein bisschen verändert. Hier sind die Quests, die du weiter annehmen kannst. Ach so. Frachtkontrolle. Ein Zug, in der Motor Kontrollgebäude gehalten ist, muss berichtigen, warum untersucht werden. Ich warte am Zug. Ja, okay. 6 Sterne? Bitte sprich mit dem Schaffner im Zug, um näheres zu erfahren. Ich weiß, wo das ist. Irgendwie ist es in dieser Welt alles langsam. Naja, ich hab's irgendwie. Schaffner? Was war hier? Ja. Hab ich mit dir schon. Ja, ich glaube, mit der habe ich schon geredet, ja. Okay. Okay, ich habe das jetzt ein bisschen schneller gemacht, also den Sound. Ich habe gehört, Sie benötigen Hilfe bei der Frachtkontrolle. Das ist richtig, danke. Wir sind derzeit ein wenig unterbesetzt. Anscheinend hat man einem anderen Bahnhof ein verdächtiges Paket in einem Zug gefunden. Terroristen? Ich möchte, dass du bei der Sache mal nachgehst. Ein verdächtiges Paket? Sie meinen doch nicht etwa eine Bombe oder sowas in der Art? Haha, das bezweifle ich ernsthaft. Der Zug fährt gleich ab. Bist du bereit? Und Abfahrt. Sehr schön. Na gut, dann. Okay. Hey, ich habe dich dafür engagiert, dass du mir die Worte, aus dem Mund nimmst. Und tut mir leid. Abfahrt. Die Fresse, übertreib doch gleich. Er sagt das auch nur. Und der Zug fährt. Yay. Mal sehen, was jetzt kommt. Der Hag sieht doch mal cool aus. Kontrollgebäude. Dies ist das Kontrollgebäude. Ach. Sag mal. Ist ja was ganz noch. Sind wir da? Kontrollgebäude. Wir haben nun das Kontrollgebäude. Wie oft willst du es wiederholen? Kontrollgebäude? Dort überprüfen wir Züge auf gefährliche oder verbotene Objekte. Okay, was genau muss ich dann machen? Du suchst den Zug, der da draußen angehalten hat. Okay. Beide? Dort stehen 2 Züge. In welchen davon soll ich durchsuchen? Ja, richtig. Fang mit dem unteren Zug an. Alles klar, ich bin schon unterwegs. Okay. Okay, unteren Zug. Ich wollte nur sehen, ob der irgendwas hier ist. Und wieso kann ich nicht darauf? Okay. Ach ja, heute kommt noch ein Spezialvideo über eine bestimmte Sache, das mich richtig angekotzt hat oder eher emotional sehr berührt hat. Ja, das werdet ihr sowieso sehen. Wenn ihr das Video seht, seid ihr nur fertig mit der Welt. Ganz ehrlich, seid damit fertig mit der Welt. Ihr kommt nicht mehr klar, wenn ihr das Video gesehen habt. Wer da nicht Mitleid hat, der hat kein Herz mehr, ehrlich. Ein Güterzug, ich glaube, den sollte ich mir unbedingt mal genauer ansehen. Okay, dann fange ich mal an. Untersuche alle Waggons, von vorne bis hinten. Okay, hier ist vorne. Pilot? Ein verdächtiges Paket, sagtest du? Dieser Zug gehört einer Schiffsfirma, deshalb ist die ganze Fracht für den Schiffsbau. Okay. So. Leco mio. Wartet. Okay, weiter geht's. Okay, gut gemacht. Töten. Und Geld. Könnte auch ein Pekristall sein, aber naja. Man kann ja nicht alles bekommen. Okay, Schiffsbau ist das. Fleisch. Thank you.
Okay. Irgendwas ist mit dem roten Roboter da. Irgendwie sieht er für mich verdächtig aus. Ach so. Ach, ich wusste es doch. Und hoch mit uns. Und dafür Geld mache ich alles. Außer Prostitution. Doch, okay. Das nehme ich zurück. Außer wenn das schöne Frauen sind. Der hat da unten noch am rumgespuckt oder was hat er gemacht? Dreckige Missgestalten. Ja. Gut so, wir haben noch ein Foto fertig. Yay. Okay, erstmal hier hoch. Ein Pinkelstall. Und da hoch. Wie viel Pinkelstall hab ich eigentlich? Acht Stück. Okay. Hä? Diamondo, was machst du denn hier? Warte mal. Warte. Nicht, dass er mir hinkommt. Den will ich haben. Es muss eine Möglichkeit geben, dass ich mit meinem Roboter hier hochkomme. Ich bin doch echt schwer vom Begriff. Ich sehe einen Weg, aber den nutze ich nicht. Lass mich jetzt komplett verarschen. Okay, so. So, du Schweinebacke. So hab ich dich. Beluga, der Sturm erhalten. Okay, erstmal alles hier rumgucken. Was ist das für ein Riesenbohrer? Okay. Yay, 10 Stück. Und Diamondo, was machst du hier? Hey, was machst du hier? Hey, Red, bist du das? Ich wurde angeheuert, um an diesen Schiffen zu arbeiten. Und du, was machst du hier? Ich arbeite auch hier. Hast du hier in der Nähe ein verdächtiges Paket gesehen? Nicht wirklich. Oh, sag mal, könntest du mir einen Gefallen tun und mir meine Werkzeugkiste bringen? Das gehört eigentlich nicht zu meinen Aufgaben. Ich kann es gerade nicht selbst gehen. Wenn du das für mich tust, höre ich mir die ganze Story an. Also gut, wo finde ich diese Werkzeugkiste? Ich weiß wo. Sie ist in einem Schließfach zwei Waggons weiter. Danke, Red. Ja, ich wusste doch darum, dass es jetzt verdächtig war mit dem roten Roboter. Zum Glück habe ich mir diesen Weg schon davor gebaut. Ich dachte schon, dass er nicht mehr rauf will. Okay, Werkzeugkiste, wo bist du denn? Du bist da, habe ich mir gedacht. Das muss sie ein. Ich bringe sie mir. Ja, komm. Dieser rote Roboter nervt irgendwie. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie ist er bösartig. Keine Ahnung warum, aber er ist bösartig. Dun, 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 dun. Ja, ich habe noch 5 Minuten. Ich muss schon einen Cut machen wieder. Warte, ich hab die Musik genommen, oder? Ja, hab ich. Und was geht? Hey, ich hab dir deine Werkzeugkiste mitgebracht. Gut so. Ah, vielen Dank, Red. Also, worum geht's? Man munkelt, dass sich in diesem Zug ein verdächtiges Paket befinden soll. Ist dir irgendwas aufgefallen?
Ich arbeite schon etwas länger in diesem Zug, aber mir ist kein verdächtiges Objekt aufgefallen. Diamante wäre sicher aufgefallen, wenn es hier wäre. Ich glaube, dieser Zug ist sauber. Und was jetzt? Durchsuche den Zug auf den oberen Bahnsteig. Alles klar, man sieht sich, Diamondo. Von wo hat er das gesagt? Hä? Von wo hat er das jetzt gesagt? Von wo hat er das gesagt? Ihr wollt mich doch verarschen. Wie kann Red, der ohne Roboter eine Eisentür einfach so aufmachen, und aber als Roboter kann er das nicht. Wie soll ich das wissen, verstehen? Okay, jetzt hier hoch. Hier ist nichts. Da ist ein Typ. Er sieht schon irgendwie verdächtig aus. Daddy Bonbon, was sagst du? Ich bin hier gerade schwer beschäftigt. Könntest du bitte gehen? Der sieht schon bösartig aus. Ja, tut mir leid, aber ich kann die Durchsuchung des Zuges nicht weiter aufschieben. Ich beeile mich, er wird nicht lange dauern. Hey, was machst du denn? Dieser Zug ist tabu. Und was, uns wurde gemeldet, dass sich in diesem Zug ein verdächtiges Paket befinden soll. Ich muss im Zug nachsehen. Moment mal, Kumpel, pass auf. Ich glaube, ich kann dir eine Menge Ärger ersparen. Hier, wie sieht's damit aus? Was ist das? Geld? Sie wollen mich bestechen? Psst, nicht so laut. Nimm's einfach und dann vergessen wir es, das Ganze. Das ist ja wohl ein Witz. Hey, das ist ja wohl ein Witz. Ah, ich verstehe, das reicht dir nicht. Ich könnte durchaus noch mal Augen drauflegen. Ich meinte eigentlich nicht die Bestechung. Ja. Nun ja, Junge, du weißt wohl nicht, wie die Mühlen in der Welt malen. Ich denke, du könntest eine kleine Lektion gebrauchen. Was? Hey, schaff mir diese Jungs vom Hals. Ach. Witzfiguren. Überlass das nur mir, meine Glücksstunde ist vorbei, Kumpel. Wir werden ja sehen, wessen Glücksstunde vorbei ist. Achso, meine meint er. Komm, du Dummkopf. Komm, mach schön weiter. Kannst du den? Ah, ist gut, dass ihr das Und so. Das war mal dein Mitarbeiter. Ich hab gewonnen. Du bist einfach zu gut. Es ist heutzutage nicht leicht, gute Leute zu finden. Merkt ihr das? Darf ich dir jetzt den Zug untersuchen? Ja, nein, ja, nein. Er hat versucht, dich zu bestechen. Das heißt, hier muss was vor sein. Sehe ich genauso. Ich gehe rein. Gut so. Riesenkäfer? Ein Käfig im Zug? Das ist ja ein ganz schönes, größeres... Das hast du schon größere Insekten gesehen, Mann. Laut Bericht befördert dieser Zug Delikatessen. Dieses Insekt muss einer davon sein. Im Ernst? Ich glaube, man kommt durch den Käfig zu den hinteren Waggons. Sieh mal nach. Ja, klar. Ich wusste doch, dass hier irgendwas ist. Okay, und du? Ich weiß nichts von irgendwelchen verdächtigen Paketen. Wir haben nichts davon gesagt. Was schloss nun, was jetzt? Sieh mal den Waggons links nach, ob du was findest. Okay, aber das sehen wir im nächsten Part.